Ja. Ich glaube auch, dass die lügt. Ja, wahrscheinlich hat die Schiss gekriegt, dass ihr Ex sich das noch mal anders überlegt mit der Lebensversicherung. Du, ich habe keine Ahnung, ob ihr Neuer da irgendwie mit drin hängt. Ja, genau. Ja, ja, wir hängen uns jetzt gleich an die dran. Okay, bis später. Ciao. Was liest denn du da? Die Stellenanzeigen. Falls ich nicht beim K11 bleibe, mache ich vielleicht was ganz anderes. Sag mal, spinnst du? Du bleibst schön bei uns. Ja. Ah, wobei, hier. Gipfelstürmer gesucht. Für den Ausbau eines internationalen Unternehmens suchen wir in leitender Position einen Teamplayer. Das wäre doch was für mich. Du bist schon in einem tollen Team und da bleibst du. Gut überredet. Ja, da kommt sie. Ja. Wollen wir mal. Wissen wir, was sie reden. Ja, wäre interessant zu erfahren. Hast du Bock auf einen Kaffee? Ja. Ich will nur kurz die Zeitung aus dem Auto. Hier. Ich verspreche dir, wenn da was schief geht, dann halten wir zusammen. Wir sind doch Schwestern. Ich schwöre dir, das kommt raus. Die Polizei war schon bei dir. Beruhig dich. Wie soll denn das rauskommen? Wie soll die Herkules denn auf den Wind bekommen? Ja, aber doch. Es geht ja um meinen Job. Das war Ihre Schwester, oder was? Ja, Jessica Senf. Und die arbeitet bei der Herkules-Versicherung. Genau, da hatte der Tote seine Lebensversicherung. Nicht nur der. Ich habe mit der Versicherung telefoniert. Auch Martin Katz ist dort versichert. Zufall? Michael, wenn du mich fragst, ich mache jede Wette, dass Tanja Senf auch bei ihm die Begünstigte ist. Ja, dann könnten wir allerdings nicht mehr von Zufall reden. Und wenn das so wäre, dann könnte dieser Martin Katz auch in Gefahr sein. Ja, deshalb fahren wir da jetzt auch hin. Hey, ach hier, die brauche ich nicht mehr. Stellenanzeigen sind ganz hinten. Kollegen, seht mal nicht so schwarz, das wird schon. Ja, das wollen wir hoffen. Ich habe nämlich keinen Bock, dass die uns trennen. Ja, ich auch nicht. Nehmen Sie noch Platz. Danke. Ja, erstmal guten Appetit. Danke. Wissen Sie, wenn man nicht mehr lange zu leben hat, dann braucht man wenigstens nicht mehr auf seine Figur zu achten. Sie sind krank? Ja, ich habe einen inoperablen Hirntumor. Und nur noch wenige Monate. Es tut uns leid. Ich habe mich mit meinem Schicksal abgefunden. Für mich zählt jetzt nur noch, meine letzten Tage so angenehm wie möglich zu verbringen. Sagen Sie, Herr Katz, wie lange kennen Sie Ihre Freundin eigentlich schon? 2 Monate. Und vor einem Monat ist sie bei mir eingezogen. Tanja hat mir echt der Himmel geschickt. Wissen Sie, wir teilen nämlich unser Schicksal, nicht mehr lange auf dieser Welt zu sein. Was? Tanja ist unheilbar herzkrank. Herr Katz, es tut uns sehr leid, dass wir das sagen müssen. Aber es könnte sein, dass Ihre Begegnung mit Frau Senf gar nicht so zufällig war, wie Sie glauben. Wie meinen Sie das? Hermann Rüttgers, der Tote, war Ihr Ex-Freund. Sie war heute Morgen bei ihm. Und sie ist als Begünstigte in seiner Lebensversicherung eingetragen. Er hatte eine abgeschlossen bei der Herkulesversicherung. Genau wie Sie, oder? Ja, das stimmt. Dürfen wir fragen, wer bei Ihnen der Begünstigte ist? Tanja, natürlich. Sie meinen, da kann es einen Zusammenhang geben? Genau das glauben wir. Nein, das kann nicht sein. Tanja hat auch eine Lebensversicherung und wir haben uns gegenseitig begünstigt. Wessen Idee war das denn? Tanjas. Wir wissen ja nicht, wer von uns beiden als erster sterben wird. Dr. Wehmeier, entschuldigen Sie mich kurz. Ja, guten Tag, Herr Wehmeier, Ritter hier von der Kripo. Schön, dass Sie zurückrufen. Es geht um einen Ihrer Patienten, Herrn Rüttgers. Ja, Hermann Rüttgers. Er ist tot. Nein, er ist von seiner Dachterrasse gestürzt. Ja, tragisch.
Was mich jetzt interessieren würde, Herr Dr. Wehmeyer, Sie haben Herrn Rüttgers vor 3 Monaten auf Band gesprochen. Da war die Rede von einem Spenderherz. Nein, Ihre Schweigepflicht ist aufgehoben. Es geht um einen Mordfall. Aha. Haben Sie denn gar nicht mitgekriegt, dass Ihre Freundin heute Morgen das Haus verlassen hat? Nein, mit meinen Medikamenten schlafe ich praktisch wie im Koma. Wozu braucht sie denn das ganze Geld, wenn sie sowieso bald stirbt? Und? Dr. Wehmeyer war nicht nur der Hausarzt von Herrn Rüttgers, sondern auch von Ihrer Freundin, Frau Senf. Was willst du mir denn Wichtiges sagen? Und warum hier? Hier haben wir uns kennengelernt. Erinnerst du dich nicht? Einen Cappuccino, bitte. Entschuldige. Doch, natürlich erinnere ich mich. Nein, du möchtest mir jetzt keinen Antrag machen, oder? Was hätte ich denn meine letzten Tage von einer Frau, die im Gefängnis sitzt? Was ist eigentlich plötzlich los mit dir? Mein Vorgänger, Hermann Rüttgers. Wer? Woher weißt du? Das ist doch egal. Okay. Ich hätte dir das sagen sollen. Was hättest du mir sagen sollen? Dass du mit ihm zusammen warst. Dass er eine Lebensversicherung bei der Herkules hatte, wie ich. Dass er nicht mehr lange zu leben hatte, wie ich. Und dass ich der Nächste sein soll. Du täuschst dich. Wohl kaum. Du hast Hermann Rüttgers umgebracht. Hast du mir sonst noch irgendwas zu sagen? Ja. Du bist überhaupt nicht krank. Das wird nichts mit dem Geständnis. Entschuldigen Sie mal. Ja? Was wird hier eigentlich gespielt? Das können Sie uns mal ganz in Ruhe auf der Dienststelle erklären. Ihre Schwester hatte als Mitarbeiterin der Herkules-Versicherung uneingeschränkten Zugang zu allen Kundendaten. Und hat Ihnen mit Ihrem Wissen Männer vermittelt, die eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen hatten und todkrank waren? Meine Schwester wollte das nicht. Ich habe sie dazu überredet. Ja, hier geht es auch um Sie. Sie haben sich an den krebskranken Hermann Rüttgers rangemacht und vorgegeben, selbst schwer herzkrank zu sein. Ja. Wir haben eine Beziehung angefangen und haben uns dann gegenseitig als Begünstigte unserer Lebensversicherung eingetragen. Und den kleinen Herzfehler, den hat er Ihnen abgenommen, ja? Ja. Seine Liebe zu mir war so groß, dass er mir sogar ein Spenderherz besorgen wollte. Er ist sogar zu Dr. Wedemeyer und hat ihm dafür Geld geboten. Ja, der das zum Glück abgelehnt hat. Ja. Er ist auch gleich in seine Praxis und hat sich dafür entschuldigt. Nur bei dem Besuch hat er leider erfahren, dass ich gar nicht herzkrank bin. Die Sprechstundenhilfe hat sich verplappert. Dumm gelaufen. Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie sich von Herrn Rüttgers getrennt hätten. Das war gelogen. Er hat die Beziehung beendet, als er erfahren hat, dass ich ihn getäuscht habe. Und dann sind Sie bei Herrn Katz eingezogen, mit dem Sie die gleiche Masche abgezogen haben. Ja. Gestern Nacht hat Hermann angerufen und hat mich aus dem Bett geklingelt. Er wollte, dass ich unbedingt komme. Ich wollte das nicht. Sie sind aber hingefahren. Ja, ich bin hingefahren, weil er um jeden Preis wollte, dass ich komme. Er hat mir sogar mit der Polizei gedroht, dass er ihnen alles erzählen würde, wenn ich nicht komme. Da bin ich natürlich hingefahren. Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Warum hat Herr Rüttgers Sie als Begünstigte seiner Lebensversicherung belassen? Obwohl er doch wusste, dass Sie ihn so schäbig hintergangen haben. Weil er mich geliebt hat? Er war mir dankbar. Ich habe ihn nicht umgebracht. Das müssen Sie mir glauben. Du hast mich angelogen. Es tut mir leid. Hermann, bitte. Was hast du vor? Die letzten Wochen wären ohnehin nur eine Qual für mich. Und ich will die schönen Stunden mitnehmen. Und nicht die Schmerzen. Und die Maschinen, die mich erwarten würden. Thank you.
Ich war innerlich zerrissen. Ich habe gezittert. Ich habe ihn nicht aufgehalten. Aber das war das Beste für ihn. Aber ich habe niemandem wehgetan.